in der Klinik am Südring. In den Krankenhäusern von Nordrhein-Westfalen wurden im Jahr 2015 rund 13 Millionen Menschen operiert. Auch in der Klinik am Südring finden täglich Operationen statt. Zu einer OP wird es auch für die nächste Patientin von Dr. Achim Sachs kommen. Die junge Frau wird von ihrer Schwester in die Klinik gebracht und hält ihre bläulich verfärbten Lippen und Hände für harmlos. Für den Internisten sind sie jedoch ein Alarmsignal. Mal schön hinsetzen. Und nicht so viel, ganz normal atmen. Ganz ruhig, ganz ruhig. Und schön hinsetzen. Mit deinem Tutteln so. Ich habe überhaupt gar nichts. Wie kommen denn die Finger da? Schau mal hier. Mach es und dann so. Ja, die sind was blau. Schau gerade mal die Lunge ab. Ich habe sowieso immer ein bisschen Blutarmut. Probier mal tief zu atmen. Das ist nicht normal. Und noch mal. Das geht halt nicht so gut. Ich reg mich halt total auf. Das ist alles wegen meinem Vermieter. Wie ist denn mit der Luft? Ist die Luft gut? Ja, die Luft ist schon einigermaßen. Also ja, oder ist ein bisschen schleppend alles, das Einatmen, das ein Ausatmen. Bisschen schleppend, aber das liegt an dem blöden Vermieter und dem Stress, den ich mit habe. Der hat mich aus der Wohnung geworfen. Links mal hin. Wenn eine Patientin mit blauen Lippen kommt, ist man immer schon mal alarmiert, was ist dahinter, weil es gibt natürlich schon viele schwere Krankheiten, auch ein paar, die nicht so problematisch sind, aber das war dann alarmierend. Und als ich die Hände gesehen habe, war dann auch war das ein bisschen bestätigt, dass natürlich da irgendwo ein großes Problem im Körper herrscht, was noch nicht richtig ausgebrochen war. So, haben Sie gemerkt, dass Sie irgendwie... Ja, dass Sie so schwer atmen, gerade als wir hinfuhren. Mhm. Ne? So ganz komisch. Und ist sonst immer ganz gesund gewesen? Ja, natürlich. Die ist sonst immer fit und lebendig. Und Sonst ich habe halt viel Stress auf dem Job. So. Ich bin eine Erzieherin. Mhm. Tanja. Au. Das tut ein bisschen weh, der Bauch. Das ist doch nicht normal. Komisch. Das kann man Fieber messen. Mann, ey, wie soll ich mich denn entspannen? Ey, sie hat auch Fieber. Seit wann hat sie dann wie gesagt, auch Fieber, sich irgendwie fiebrig fühlt, schlecht fühlt? Sie redet nur von ihrem Vermieter die ganze Zeit. Ja, wir haben ja einen Termin wegen der Wohnungsbesichtigung. Mhm. Und da ist sie jetzt ein bisschen im Stress, weil sie schnell aus der Wohnung raus muss. Der Vermieter, da hat er einen Bedarf angemeldet. Mhm. 39,6. Und das 39, ist wirklich 6, eine tolle Wohnung, aber ja. Ach, ich muss dran gehen. Ja, hallo, Herr Meier, schön, dass Sie anrufen. Tanja Dahl am Telefon. Ja, ich bin ein bisschen spät. Ja, ich werde immer noch, ich komme später. Wie, die Wohnung ist weg? Nein, die Wohnung... Wie, die ist weg? Reden Sie doch mal bitte mit mir. Ich muss noch mal zu Ihnen. So, jetzt Schluss, jetzt das Handy. Gehen mal der Schwester, hier. Ja, ne? Und mal ganz, ganz entspannt sein, nochmal tief atmen. Ich höre mal kurz. Sie wird immer... Komm, Atembeutel bitte und Reha-Team rufen, ganz schnell. Hallo? Die Patientin hört plötzlich auf zu atmen und muss dringend mit Sauerstoff versorgt werden. Um die junge Frau gezielt zu behandeln, muss Dr. Sachs die Ursache des Atemstillstands finden. Debbie Fischer wurde als Reanimationsärztin hinzugerufen. Hallo. Hallo. So, ateminsuffizient geworden, keine Atmung mehr. Sie können jetzt ein bisschen weiter nach vorne. Ist zyanotisch in Station gekommen, von sich aus, hat Fieber 39, haben wir gemessen, sonst Kreislauf war stabil, zu Fuß gekommen. Hat dann noch geatmet, telefoniert und alles, ging alles noch plötzlich insuffizient geworden und Atemstillstand. Der Reanimationsalarm wurde ausgelöst, weil die Patientin plötzlich einen Atemstillstand zeigte. Sie hatte erst Störungen in der Atemmechanik, sie atmete sehr, sehr hektisch und dann hat sie sogar ihre Atmung aufgehört. Das ist natürlich lebensbedrohlich. Der Kollege hat vollkommen richtig gehandelt. Als erstes, was man macht, ist die Atmung unterstützen. Er hat einen sogenannten Beatmungsbeutel genommen, diesen aufgesetzt und die Patientin unterstützt. In dem Moment, wo wir als Reanimationsteam kommen, ist es so, dass wir die Beatmung übernehmen und weitere Maßnahmen wie zum Beispiel Intubation einleiten. Die bläulichen Verfärbungen entstehen durch zu wenig Sauerstoff. Der Internist vermutet, dass eine Infektion den Mangel ausgelöst hat und will das Blut im Labor untersuchen lassen. Aufgrund ihres Zusammenbruchs wird die junge Frau zur Beobachtung auf die Intensivstation verlegt. Okay, dann nehme ich sie mal mit und dann gucken wir mal, was da rauskommt. Gibt es sonst irgendjemand, der irgendwas weiß? Gut, letztendlich eigentlich unklare Fieber und Zyanose müssen wir abklären.
wo da eine Infektion, ob sie irgendwas, ja. Schwermetalle, irgendetwas. Wir müssen mal die Schwester, wo ist die Schwester hin? Die ist raus. Sie hat eine fragen. Schwester noch? Okay. Das war die Schwester, die eben hier war. Alles klar. Und dann müssen wir klären, ob irgendwelche Ursachen da gibt. Angeblich war sie gesund. Fieber bei einer Reaktion mit, jetzt auch mit einer Zyanose, ist nicht direkt verbunden. Aber Fieber ist dann wieder ein Indiz für als Diagnostiker, wenn man sagt, okay, es muss eine Art Infektion sein. Und nicht andere Ursachen, Herzfehler, die würden kein Fieber machen, machen auch eine Zyanose. Und bei so einer Situation weiß man dann, okay, wahrscheinlich eine Infektion im Hintergrund. Sie sind die Schwester? Ja, ich bin die Schwester. Der Kollege hat mir schon einiges erzählt, aber was mir nicht klar ist, warum ist er plötzlich so schlecht? Nee, das weiß ich auch. Gut, sie hatte vor 2 Wochen eine OP im Beckenbereich. Eine Operation hat sie gehabt? Genau. Vor 2 Wochen? Ja, vor 2 Wochen. Haben wir noch abgenommen das, wegen Lungenembolie oder so? Wir haben alles abgenommen, kannst du also alles bestimmen. Ja, aber ich will auf jeden Fall mitkommen. Nein, das ist kein Problem. Ich muss nur noch 2, 3 Sachen noch fragen. Okay, ja, ich melde mich. Ja, tschüss. Alles klar, danke. Auf der Intensivstation wird die Patientin vorsorglich in ein künstliches Koma versetzt. Da ihr Immunsystem stark geschwächt ist, muss ihr Umfeld vollkommen steril sein. Die Ultraschalluntersuchung zeigt, dass sie eine komplett leere Blase hat. Für Debbie Fischer äußerst besorgniserregend. Ich würde Sie noch um 2, 3 Dinge bitten. Ja. Und zwar ist uns aufgefallen, der Kollege hat ihr gesagt, ihre Schwester hat überhaupt keine Vorerkrankung. Und es gab nur diesen Unfall vor 2 Wochen. Ja, die arbeitet als Erzieherin. Vielleicht sind ja irgendwelche Keime da reingekommen. Ich weiß ja auch nicht. Und dann war dieser Sturz. Hat sie überhaupt Rennen beim Wasserlassen? Geklagt? Das weiß ich nicht. Also, weil das ist das Nächste, was auffällig ist. Wir haben einen Dauerkatheter gelegt. Ja. Der ist komplett leer. Wie kommt sowas denn? Wissen Sie, ob Ihre Schwester zuletzt auf Toilette war? Also nicht vor die letzten 4, 5 Stunden bestimmt nicht, weil wir waren ja ganz da zusammen. Wir wollten zu diesem Termin wegen der Wohnungsbesichtigung und dann ist sie halt immer blauer geworden. Ja, ich zeige Ihnen mal. Ich kann mir was. Das überhaupt nicht erklären. Ne? Diese Keime vielleicht aus dem Kindergarten höchstens, aber. Nee. Normalerweise sollte hier die Blase sein. Die ist dann schwarz, die ist dann dunkel. Hier ist nichts. Ja, Schwester ist ja schlank, hier kann ich viele Sachen sehr, sehr schön darstellen. Ja. Das ist überhaupt kein Problem, aber hier, da ist nichts. Da ist nicht das, was ich haben soll. Ja, aber wie kommt so, was ich meine? Genau der große Grund, warum ich Sie frage. Ja, wie gesagt, vor 2 Wochen hatte sie ja auch schon eine OP und da habe ich ja auch gesagt, lass dich mal bitte noch mal untersuchen oder kurier dich aus. Ja, ganz unglücklicher Sturz war das. Das war eigentlich nicht so dramatisch, aber die ist die Treppe runtergefallen und hat sich dann ein Becken gebrochen. Also, um sich ein Becken zu brechen, braucht man wirklich eine sehr starke Kraft und es gibt verschiedene Arten, wie so ein Becken brechen kann. Sie hat noch Glück gehabt, aber man sieht, dass da noch ein Rest über ist. Das ist noch nicht ganz in Ordnung. Ist Ihre Schwester früh aus dem Krankenhaus gegangen? Haben ja, die so früh entlassen oder was war da los? Die hat so ein bisschen Stress, die braucht neue Wohnung. Wie gesagt, das war bei dem Vermieter im Haus gewesen. Ja. Und der hat jetzt einen Bedarf angemeldet, die sucht jetzt schnell Wohnung. Und er hatte dann halt den Stress und das hat sich wahrscheinlich zu früh auch selber entlassen. Ich habe ihr gesagt, wirklich, glauben Sie mir, sie soll sich noch mal da untersuchen lassen, weil die machte nicht so einen gesunden Eindruck ganze Zeit. Ich habe von der Schwester eine sehr wichtige Information bekommen, und zwar, dass die hier akut Erkrankte in der letzten Zeit nicht auf Toilette war. Und es lag ein Beckenbruch, ein Zustand nach Fraktur vor. Ich konnte in der Sonographie, die ich durchgeführt habe, noch Reste sehen und dass es nicht in Ordnung ist. Und die Schwester hat dann auch gesagt, ach, sie war so ungeduldig, sie wollte sich eine Wohnung suchen, deswegen ist sie früh aus dem Krankenhaus. Und dann muss man an seltene Komplikationen denken, die zum Beispiel dadurch entstehen können, dass ein Beckenbruch nicht vollständig abgeheilt ist. Na, ich habe schon Blutwerte abnehmen lassen, da sind Entzündungswerte erhöht. Wir müssen wirklich starke, kreislaufunterstützende Medikamente geben. Sie ist im Moment im künstlichen Koma, deswegen können Sie nicht mit ihr reden. Ja, und das tut mir sehr leid, das sieht hier schon sehr bedrohlich aus. Ich würde jetzt... Wir setzen alles an. Ich würde jetzt sofort ein CT fertig machen. Bereitest du sie vor? Ich rede mit den Kollegen, dass wir notfallmäßig ein Schichtröntgen machen, um zu gucken, was da los ist, weil das hier ist auffällig. Wenn man alles dann zusammennimmt, dann sagt man, da könnte etwas in diesem Bereich sein, wie zum Beispiel eine Blase, die beschädigt ist. Das kann ich dann nicht in der Sonographie sehen. Dafür brauche ich ein sogenanntes Schichtröntgen, ein CT.
Und das haben wir dann veranlasst und da wurde auch diese Diagnose bestätigt. Und dann gibt es nur eins, sofortige Operation oder die Patientin kann in der Sepsis versterben. Der Urin ist durch das Loch in der Blasenwand in den Bauchraum gelaufen. Das kann eine lebensbedrohliche Blutvergiftung auslösen. Dr. Sachs bespricht die OP mit dem Chirurgen Karl Löwenberg, der das Loch schließen wird. Doch noch im Einleitungsraum sackt plötzlich der Kreislauf der jungen Frau ab. Wir haben leider ein kleines Problem. Ich weiß ja sowieso, bleib du, Karl, vorher bleib du nicht, was sie hat. Und jetzt wird es noch schlimmer. Okay, aber das helfen nicht. Ach ja, Daumen drücken finde ich total klasse, ja. Wir haben jetzt erst noch mal, sie hat schon Arterenol perfusa, jetzt haben wir noch mal ein bisschen Supra hinterhergegeben. Ich hoffe, dass sie jetzt bald kommt, weil sonst Operation, haben wir nämlich ein anderes Problem. Sie, ich, oder Karl? Ja, du entscheidest ja letztendlich, so schnell wie möglich, was los ist. Ja? Alles klar, ich wasche mich fertig und bin dann gleich drin. Okay, alles klar, gut. In der durchgeführten CT-Untersuchung haben wir gesehen, dass ein kleines Loch in der Blase war. Wenn ich ein Loch in der Blase habe, dann ist dieser konzentrierte Urin, der in den Bauchraum läuft. Da hat er überhaupt nichts verloren. Und dann haben wir das Problem, dass sich eine sogenannte Sepsis entwickelt, dadurch, dass diese Erreger sich da verbreiten. Und das ist lebensbedrohlich. In der Notoperation hat Karl Löwenberg die Blasenwand erfolgreich genäht und den Urin aus dem Bauch- und Beckenbereich gespült. Internist Dr. Achim Sachs erkundigt sich auf der Intensivstation nach dem Zustand der jungen Frau. Der Kollege konnte das Loch in der Blase übernähen. Mhm. Gott sei Dank gegen die Sepsis, die Antibiotika wirken. Das heißt, wir sind jetzt Gott sei Dank auf dem richtigen Weg. Also haben Sie Glück gehabt, dass der Kollege gerade da war, als Sie umkippen wollten. Ne? Können Sie sich noch erinnern? Wissen Sie noch, wer der nette junge Herr ist? Er hat telefoniert. Ne? Hm? Und dann war plötzlich der Kopf weg. Ne? Ja, das sind die Bakterien, die den ganzen Körper überfallen haben, mehr oder weniger. Das war eine Sepsis und das natürlich, dann werden die ganzen Organe werden mit angegriffen und dann ist die Lunge beim einen oder anderen halt sehr früh dabei. Und das führt dann zum Atemausfall und dann ist dann höchste Zeit. Und wenn man da nicht früh genug eingreift, antibiotisch und dann operiert, dann war es das. Ja, also das haben wir toll gelaufen. Ja, danke nochmal. Ja, gerne. Ja. Wir sind ja froh, dass Sie gerade hier im Krankenhaus waren. Sonst wäre das wirklich ganz anders ausgegangen. Das war echt kurz vor knapp. Nach erfolgreicher Operation mit Übernähung der Blase ist das Problem erstmal dergestalt behoben, dass die Ursache für diese Sepsis nicht mehr da ist. Das Zweite, was wir jetzt brauchen, ist weiterhin Antibiotika, weiterhin kreislaufstützende Medikamente. Und auf die springt die Patientin sehr gut an, sodass ich ganz optimistisch bin, dass sie bald wieder nach Hause kann. Die Patientin muss 2 Wochen im Krankenhaus bleiben und in dieser Zeit einen Katheter tragen, bis die Blasenwand wieder verheilt ist. Die junge Frau behält keine Folgeschäden zurück und findet schon bald eine schöne neue Wohnung.